Hallöchen, meine lieben Pferdefreunde, willkommen zu einer neuen Folge Horse Reality. Ich habe mir gerade spontan überlegt, ich nehme jetzt ganz wirklich sowas von mega spontan diese Folge auf, denn ich habe für mich gerade entschieden, ich möchte meine Fohlen durchgehen, also meine ganzen Nachzuchten will ich mir jetzt nochmal anschauen, wer verkauft wird, wer zu Gisela geht, potenziell aber erstmal steht es zum Verkauf. Einfach aus dem Grund, weil ich jetzt anfangen muss, meinen Stall umzustrukturieren. Das werde ich aber nochmal genauer in einem nächsten Video oder in den nächsten Videos erklären, wahrscheinlich mehr so zum Jahresende, also so sprich nach Weihnachten. Ja, wie gesagt, das dazu so viel vorweg. Ich weiß ja, ihr seid alle immer so verdammt neugierig. Und es ist immer auch ein bisschen gemein von mir, wenn ich so ein bisschen euch kleine Häppchen hinschmeiße, aber nicht weiter dann erkläre. Das hat einfach damit zu tun, den Stall umzustrukturieren, weil ich mir für nächstes Jahr andere Ziele gesetzt habe. Also ich möchte nächstes Jahr andere Ziele mit aufstellen. Keine Angst, die Quarter fliegen nicht komplett raus. Aber so viel kann ich euch schon mal sagen, mein Fokus wird sich ein bisschen verschieben. Also nicht mehr nur auf die Quarter, sondern er wird sich rassetechnisch verschieben. Also da, deswegen muss ich jetzt mal einfach da gucken, wie ich was organisiere. Und deswegen muss ich jetzt ganz, ganz dringend aussortieren, um zu schauen, mit was es sich lohnt, weiter zu züchten. So, und wir schauen uns jetzt erstmal die erste Stute an. So, ich glaube, die Mutter habe ich nämlich nicht mehr. Nein. Die Mutter habe ich nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen, ob ich sie behalten soll oder nicht. Weil wenn ich mir jetzt so die letzten Confis angucke, ja, ich gebe zu, in Afrika tummeln sich öfters mal große Züchter rum, die weit über die 94 drüber sind. Also das ist manchmal zwischendurch der Wahnsinn. 726 ist nicht schlecht vom GP her. Gesundheit, ja, ich meine aber, ja, sie ist auch ein Rabbi. Also bei der kann ich mich echt nicht entscheiden. Wirklich nicht. Kann ich mich absolut gerade nicht entscheiden. Ist auch wieder hier Kisame mit drinne, den ich ja mal so langsam gepflegt auch mal so ein bisschen rausbekommen möchte aus diesen ganzen Linien. Ich überlege noch eine Runde. So, dann eine kleine Easy-Stute. Mit 631. Jetzt ist so die Frage, habe ich die Mama noch? Die habe ich nicht mehr. Reicht mir das? Reicht mir das nicht, was sie bringt? Wie alt ist sie denn jetzt? Ja, die wird jetzt die nächsten Tage, wird sie jetzt erwachsen. Ich meine, sie ist ein Flexen, ne? Sie ist ein Flexen, ja. Ist jetzt so die Sache, ne? Ob das einem reicht oder nicht. Und siehe da, Yuki sitzt schon wieder tief im Schlamassel mit drin und weiß nicht, was sie machen soll. Ich weiß wirklich nicht, was sie machen soll. Ich würde mal sagen, auch so ein Kandidat mit kann, muss aber nicht. Die Stute wollte ich meines Wissens nach auf jeden Fall behalten. Halleluja. Schwierig, schwierig. Nee, aber die behalte ich. Die möchte ich behalten, einfach wegen dem GP. So, was ist hiermit? Ich meine nämlich, dass es die letzte Tochter von ihr ist und die kriegt jetzt nämlich doch nochmal in 3 Tagen ein Fohlen, die kleine Ziege hier. Ich meine aber, das ist mit, ja, die wollte ich auf jeden Fall behalten, die gebe ich nicht weg, denn ich habe, ja, also ich habe nur eine Tochter, die schafft aber die Confi nicht und sie schafft die Confi. Also sie schafft, die Mutter schafft nämlich auch irgendwas mit 91, genau. Und sie kriegt das nämlich auch gebacken. Ich meine sogar, ja, Flexen und Rapp, das ist sehr schön. Deswegen wird die auch schön brav bei mir bleiben. Das steht auch nicht zur Diskussion, sie wegzugeben. Ich meine aber, die hätte ich noch, die Stute. Genau, die Stute habe ich noch. 690. Was ist mit dem Fohlen, was du bei Fuß hast? Ist das interessant für mich oder eher nicht? 699 und sie bleibt dafür. So, eieiei. Ja, da steht nicht zur Debatte, dass der eventuell nicht verkauft, also verkauft wird oder nicht verkauft wird. Der bleibt definitiv. Oder es wird wieder so wehtun. Es wird wieder so wehtun, die Hengste wegzugeben. Aber was soll ich machen?
Was soll ich machen? Es muss einfach sein. Also der bleibt auch. Ich meine, den wollte ich auch behalten, weil es einfach von Senox ein Sohn ist. Ja, dass man die Linie einfach so ein bisschen mit drin behält. Deswegen hat er seinen kleinen Bonuspunkt. Der bleibt auch. Über die Stute müssen wir auch nicht reden, von dem GP einfach her. Warte mal. Ja. Ich meine aber, ich hätte jetzt in meinem Leichtsinn alt die Mutter vorhin jetzt wieder gedeckt. Ja. Die Mutter habe ich vorhin gedeckt. Sehr günstigen Hengst. Was heißt sehr günstig? Also das machen wir mal so. Den wissen wir schon mal, dass wir die verkaufen wollen. Sie ist leider auch nur eine Rabträgerin. Sehr, sehr schade. Aber ja, Konfi kann sich sehen lassen. Ich glaube, mehr schafft die Mutter auch nicht. Na, gucke mal, ein bisschen, doch so ein bisschen mehr. Also Konfi-technisch scheint sie sich doch sehr brav an ihrem Vater zu orientieren. Mehr oder weniger. Bin ich mit zufrieden. Doch, kann ich mit zufrieden sein mit der Kleinen, dass das so alles so funktioniert, wie ich das ganz gerne hätte. Denn ja, GP-technisch ist es gar nicht schlecht. Das hier auch, das doch, mit der lässt sich sehr gut hoffentlich weiter züchten später. So, noch ein Sohn von Ivan. Ich meine den, das ist nämlich der Nachfolger von Ivan. Ja, ja, ja. Ich habe jetzt nur nicht auf dem Schirm, warst du ein Rappe oder nur ein Rappträger? Die Mutter habe ich verkauft, leider auch nur ein Rappträger. Jetzt muss ich da leider dann doch mal ein bisschen rumschnüllen. Schnüffel, Schnüffel machen. So, warte mal. Habe ich denn irgendeinen? Ich glaube, einen hundertprozentigen Rabbi habe ich gar nicht aus ihm rausgezogen, der besser war. Also ich glaube, wenn ich es gerade richtig auf dem Schirm habe, ist tatsächlich das der beste Sohn von ihm. Na, wie gesagt, also er steht ja sowieso nicht mehr bei mir. Den habe ich zu Dani gegeben. Aber du schaffst die 90. Ja, so ein paar Fohlen. Mit ein paar Fohlen, denn da können wir drüber reden. So, nächstes Fohlen. Eine Tochter wieder von ihr. Ich glaube, die Mutter. Habe ich die Mutter noch? Ja, die habe ich noch. Die ist auch tragend. So, was ist mit dir? 37. Okay. Das wird dann auch das letzte Fohlen. Oh, oh, oh. Warum hast du... Ah, die hat einen Average mit dazwischen. Und 88 hätte ich schon ganz gerne, dass du die schaffst. Okay. Also, wartet mal. Wartet. Wir machen das anders. Sie ist auf jeden Fall ein Rabbi. So, dann machen wir mal das anders. Ich habe da jetzt ein Fragezeichen hinter gemacht, um einfach zu gucken, ob ich sie jetzt behalte oder nicht. Das wird sich aber dann erst entscheiden, wenn sie groß ist. Es kommt jetzt nämlich darauf an, was die Mutter nämlich jetzt nochmal für ein Fohlen kriegt. Von wem habe ich dich denn überhaupt decken lassen? Es ist auch nur ein Rabträger. Das wird nur ein Rabträger sein. Ich hoffe, es ist eine Stute und dass die besser ist. Was war mit dir? Ich glaube, du warst ein Rabbi, ne? Ja, du warst ein Rabbi. Eieieiei. Mit 91. Hier genau wieder das Gleiche. Konfi-technisch kommen wir jetzt mal so langsam dahin, wo ich hin möchte. Aber GP-technisch spielt es nicht mit. Das ist echt schon... Er hat einen Doppelpearl. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob man das Rabbi dahinter ja gut drauf sieht. Aber ich denke schon. Ich denke schon, dass man das hier gut sehen wird. Kann man sogar schon echt so minimal mit dem Flexen verwechseln. Aber so ganz, ganz leicht. Und ja, ich höre euch schon wieder vor dem Bildschirm sitzen und euch schmunzeln und wahrscheinlich schreien, wo ihr alle denkt so, ey Yuki, wenn du die doch eh alle behalten willst, warum? Warum nimmst du dann dieses Video auf? Einfach aus dem Grund, damit ihr einfach auch mal seht, dass selbst ich Struggle habe, dass ich nicht... selbst ich manchmal nicht weiß, was ich tun soll. Obwohl, vielleicht wirkt es manchmal sehr selbstsicher so in den Videos, aber es ist tatsächlich, ich weiß sehr, sehr oft nicht, was ich machen soll. Und ich möchte euch einfach mal so ein bisschen, ja, in dem Sinne hinter die Kulissen mitnehmen oder zwischendurch mal so ein bisschen so, was hier so abgeht. Und euch einfach auch mal zeigen,
dass selbst ich, die das jetzt ja schon fast 4 Jahre macht, immer noch nicht komplett weiß, wie packe ich jetzt was an. Du bleibst aber definitiv da. Du bleibst, jetzt sag mir bitte nicht, hasse es. Was ist mit der Mutter? Okay, ja, wir reden nicht drüber. Okay, nee, du bleibst schön da. Dann habe ich mich jetzt für... Ja, okay, so kann es dann auch mal sein. So, warte mal. 33, gut. Also ich habe jetzt tatsächlich, genau, die habe ich nämlich auch nicht mehr. Ihr seht schon, ich habe schon so ein bisschen vorgearbeitet, was heißt vorgearbeitet, aber so langsam arbeite ich so ein bisschen vor, dass halt die ganzen Fohlen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, ich muss tatsächlich bei den Stuten so ein bisschen noch strammer ziehen vom GP her. Dass ich einfach sage, 730, das bleibt und alles, was jetzt darunter ist, das schmeiße ich raus. Es sei denn, es ist eine Konfi von knapp 90. So, ein kleinen Hengst, den ich unbedingt behalten wollte. Jetzt habe ich gerade nicht auf dem Schirm, was der andere macht, was sein Halbbruder für eine Konfi macht. Ich meine aber, der Halbbruder macht eine Konfi von 89. Ich bin mir nicht sicher. Wartet, das haben wir gleich. So, wartet mal. Wo ist er? Wo ist er? Put. Wo bist du? Weiter unten irgendwo. Noch weiter unten. Da. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Der ist heute nämlich groß geworden. Und der Kleine hier, der schafft. Aber dafür hat er wieder mehr GP. Ist aber auch nur ein Träger. Was soll ich machen? Also so wie ich das gesehen habe von den Flexen her von Glowstar, ist er GP-technisch so der Beste, den man so bis jetzt so rausgezogen hat. Und dann muss ich gucken. Also es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich einen langfristig nicht behalten werde, dass ich vielleicht sage, ein, zwei Rutschen damit züchten und dann hat sich das Thema. Ich glaube, über sie brauchen wir gar nicht so sprechen. Jetzt wird es, was heißt brutal, 721 GP. Ich glaube, die gebe ich weg. Oh Mann, es wird so ein verdammt langes Video. Leute, nehmt euch vorweg, irgendwas zu knabbern oder sonst irgendwas. So, habe ich aus dieser Stute irgendwas Vernünftiges gezogen? Also das heißt, wenn das Fohlen jetzt da ist, also sprich übernächste Woche, wenn das Fohlen da ist, dann gucke ich nochmal, dass ich mit Jumpy nochmal züchte, mit ihr. Und dann, ja, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Das heißt jetzt aber, du gehst ins Verkäufchen. So, du gehst jetzt in den Verkauf. Was habe ich hier stehen? 2,6, da hat sich auch nichts getan. Gesundheit ist einigermaßen in Ordnung. Habe ich dich in den richtigen Reiter reingeschmissen? Nee. Seht ihr? Das passiert, wenn man sowas dann schon mal macht. So. Der nächste kleine Hengst. Ja. Wie alt bist denn du? Du bist noch sehr, sehr klein. Ich meine aber, der war gar nicht so schlecht. 92er Konfi. Der hat jetzt sowas von sein großes Plus mit dem GP, weil er einfach, ich weiß nicht warum, aber das hat so mega gut durchgeschlagen. So, wartet mal, Sharon. Gut ausgezeichnet, Nachwuchs. Ich muss jetzt mal gucken, weil ich meine, ja gut, es geht. Es geht mit dem Nachwuchs. Ich meine aber auch so, also den ich jetzt habe, das ist auch tatsächlich mit so der beste, ja, Rabbi ist. Ja, gucke mal. Der wäre konfitechnisch fast genauso gewesen, aber war nur ein Rabträger, oder? Ja, puh. Also wenn jetzt wirklich Rabbi gewesen wäre, dann hätte ich geweint. Ich bin gerade am Überlegen, habe ich den schon mal zum Verkauf angeboten oder nicht? Ich meine ja, dass ich den auch schon mal zum Verkauf angeboten hätte und ich meine, ihn wollte auch keiner haben.
So, nichtsdestotrotz, ich werde es jetzt nochmal versuchen mit ihm. So, ich hoffe, ich habe mich jetzt um keine Null vertippt. Nö. Gut, alles klar. Ich glaube, da habe ich jetzt aber... Dam, badam, badam. Das Dollarzeichen vergessen. So, schwupps. Ich sag ja, es tut öfters weh, wenn man sowas macht, aber es muss sein. So, dafür behalte ich den kleinen Kerl. Und bei ihr weiß ich gerade auch nicht. Eigentlich ist sie unter der Mutter und ich meine, sie wäre auch nur... Sie ist nur ein Rab C. Mm-mm. Nein. Nö, 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 nö. Okay, alles klar. Nix holen. Verkauf. Was haben wir denn hier? 728. Ach komm, Yuki, sei nicht so knautscherig wegen Shisui. Seien Sie nicht so knautscherig. So, das habe ich aber gut. Sehr gut. Ja. Von wem bist du denn? Ach so, genau. Deswegen habe ich Jumpy weggegeben. Und du warst auch 100%iger ab. Alles klar, haben wir kurz drüber gesprochen. Brauchen wir nicht. Diese Flexenhengste, ne? Ach nee, du bist eine Stute. Heidewitzka, Gott sei Dank. Stute. Ja, gucke mal. Da kriegen wir doch die 90 hin. Mensch, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. So, jetzt muss ich nur noch das hinkriegen. Und dann sind wir auch weiterhin begeistert. So, warte mal. Die Mutter hatte ich aber nicht mehr. Nee. Die Mutter habe ich nämlich verkauft. So. Meine Güte, das erste Araberstütchen hier mit zwischen. Da hatte ich die Mutter verkauft. Warum? Ach, Leute. Ganz ehrlich. Nein. Das bringt mir nichts. Das bringt mir absolut nichts. So, warte mal. FF. Was hattest du? Für ein Apfel und ein Ei Würste gehst du. Wahrscheinlich will dich eh keiner. Aber ich versuche es wenigstens. Hast du Sabino da mit zwischen? Ja. Sie soll Sabino mit dazwischen haben. Dann gehst du mal für schnucklige 5000 in den Verkauf. So, in der Hoffnung, dass du ein Zuhause findest. Leute, meine Finis. Meine Hassliebe hier. Hassliebe. Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll, außer zu sagen, ich behalte sie. Die behalte ich. Was ist mit dir? Sprach sie, ich behalte dich nicht. Okay, reden wir auch nicht drüber. Was ist mit dir? 716. Und knallt natürlich mit 91 Konfi rein. Was mache ich nur? Ich weiß ganz genau, hoppala. Ich weiß ganz genau, wenn ich die Mutter jetzt weggebe, wenn ich die in den Verkauf schmeiße nach dem Fohlen, ich werde das bereuen. Ich werde das bereuen, weil sie einfach GP-technisch nicht da ist, wo ich sie haben will. Okay, wir machen das anders. Wir machen... Bist du überhaupt ein Rabbi? Natürlich. Ich werde sowas von versagen nächstes Jahr. Hengst. Oh, schlecht. Hengst ist immer ganz, ganz schlecht. Aber das war auch... Ich dachte doch. Leute, jetzt Butter bei der Fische, ne? Was mache ich mit diesen Hengsten? Was mache ich mit diesen Hengsten, die GP-technisch... Okay, ja, kann ich mitleben. Da kann ich noch mitleben. Aber diese ganzen Hengste, die GP-technisch einfach so weit drunter kniepeln, was ich einfach haben möchte. Reden wir auch nicht drüber. Genau das Gleiche wieder. Brauche ich auch nicht drüber reden. Die brauche ich auch für die Zucht. Die brauche ich auch für die Zucht, obwohl ich nicht weiß. Da machen wir jetzt erstmal ein Fragezeichen dran und abwarten, wie sich das Fohlen entwickelt. Da brauche ich gar nicht drüber reden. Ja, nee, die bleibt auf jeden Fall. Er bleibt auch auf jeden Fall. Ich glaube, das ist mit einer der besten von bis jetzt von Izunas Nachzuchten. Ich glaube, bei der wollte ich auch. Brauchen wir auch? Nee. 21. Ha! Ein Fohlen, was ich wieder verkaufen kann.
Soweit ich die Mutter noch habe. Ja. Die Mutter habe ich auch noch. So, wartet. Da wird jetzt nicht lange rumgefackelt. Okay, da, zack, 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 ab in Verkauf. Du gehst jetzt in den Verkauf. Ist mir wurscht. Ist mir wurscht, wurschti, wurschti. So, warte mal. 60.000 möchte ich aber mindestens für dich haben. Und ein bisschen Geld verdienen muss ich ja auch. Und ich finde das, also ich habe jetzt zwischendurch schon gehört, dass manche meine Verkaufspreise ein bisschen viel finden. Ich bin da tatsächlich aber noch sehr, sehr human. Also es gibt durchaus Züchter, die wollen das Dreifache haben von den Fohlen, was ich so habe. Und ja, ich glaube, da bin ich dann doch noch etwas human mit. Bam, balam, bam, bam. Nee. Wobei, warte mal. Du hast mehr. Aber die Mutter. Aber dann wäre sie jetzt quasi potenziell schon wieder so die Tochter, die im Endeffekt bleiben würde. Müsste ich jetzt wieder sagen, hier Mutter macht nach dem Fohlen. Winke, winke. Um Gottes Willen, es wird eine lange Folge. Ich brech zusammen. So, wir haben es jetzt aber fast geschafft, Leute. Wir haben es jetzt fast geschafft. Du bist wahrscheinlich auch nur ein Träger. Ja, warum habe ich dich eigentlich? Ich weiß es nicht. 6 Monate. Ich meine, die Mutter hätte ich jetzt auch wieder gedeckt vorhin, ne? Nee. Wisst ihr was? Die Mutter schmeiße ich jetzt auch noch mit raus. Oh, ich sehe gerade, die Mutter ist schon 20 Jahre. Mm-mm, machen wir anders. Machen wir anders. Das, nee, kommt, Leute. Ich meine, ich hätte schon öfters versucht, sie zu verkaufen, die Mutter. Das hat immer alles nicht funktioniert. Die darf in Rente gehen. Die Mutter darf in Rente gehen und die Tochter verkaufe ich jetzt aber. Zwar nicht für viel, aber immerhin. So, wartet. Wir haben es gleich geschafft. Weiß ich nicht. Bist du überhaupt irgendwas wert? Keine Ahnung. Zack, zack, zack und dann haben wir es. Und mit den beiden weiß ich immer noch nicht. Was war mit dir? Was hattest du? Habe ich Fohlen von dir? Habe ich da irgendwas? Nee, habe ich nicht. Ach nee, du bist ja selber noch ein Fohlen. Ha! Du bist selber noch ein Fohlen. Ich meine, die Mutter. Ja, die Mutter habe ich nicht mehr. Okay. Nee, also die darf bleiben. Die darf auch erstmal bleiben. Alles klar. Somit haben wir dann wieder so einiges geschafft. Leute, es ist eine mega lange Folge. Wir haben über 40 Minuten jetzt. Ich glaube, ich habe noch nie so lange Horse Billet hier aufgenommen. Ich werde ein bisschen schneiden. An der Stelle würde ich jetzt nur noch sagen, danke fürs Zugucken, liken, kommentieren, nicht vergessen. Lasst mich wissen, wie ihr aussortiert, ob ihr da auch so knallhart seid oder immer noch dreimal rum überlegt, so wie ich. Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Und links und rechts findest du 2 weitere Videos von mir. Und wir sehen uns in einem nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.